steht bei Lukas im 6. Kapitel. Jesus sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder der ihm, wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist euch geben, denen, die ihn bitten? Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, auch wenn ich schon beinahe 30 Jahre in Kanada lebe, schaue ich nach wie vor gern mir den Tatort an. Wer das nicht weiß, was das ist, der Tatort, dem sei das schnell erzählt. Der Tatort ist eine deutsche Kriminalserie, die seit Jahrzehnten an Beliebtheit nicht verloren hat und die jeden Sonntag im deutschen Fernsehen zu sehen ist bei der ARD. Der Tatort ist für viele Deutsche seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Wochenendrituals. Da ich mich in Kanada bisher noch nicht zum Fernsehen durchringen konnte, sind mir ähnlich beliebte Serien in Nordamerika nicht bekannt. Und deshalb habe ich mich entschieden, heute Ihnen ein deutsches Beispiel zu präsentieren und von einem deutschen Wochenende zu erzählen. Denn ich könnte Ihnen jetzt nicht eine vergleichbar populäre Fernsehshow von Nordamerika nennen, weil ich sie einfach nicht kenne. Ich habe hier noch nie groß ferngesehen, einfach eigentlich überhaupt nicht. Also, Sonntagabend in Deutschland. Die Familie sitzt gedrängt auf der Couch. Im Fernsehen läuft die Tatortmelodie. Sie hat gerade begonnen. Der starre Arm der Leiche reicht halb aus dem Wasser. Schlecht gelaunte Kommissare sind zu sehen, sie motzen herum mit der Spurensicherung, weil sie eine Schleifspur übersehen haben. Im Wohnzimmer knistern die Kartoffelchips. Der Kommissar fragt gerade die Frage, die eigentlich immer am Anfang kommt: Ist das Handy der Toten schon gefunden worden? In dem Moment, wo diese Frage kommt, klingelt es an der Tür. Alle Familienmitglieder denken: Ausgerechnet jetzt. Alle warten noch ein wenig in der Hoffnung, dass sich einer von denen, die da auf dem Sofa sich versammelt haben, schließlich endlich einen Ruck gibt und an die Tür geht und öffnet. Vater ist der Erste, der dem Druck nicht mehr standhält, geht zur Tür, öffnet und sieht da vor der Tür seinen überraschten Nachbarn stehen. Der Nachbar entschuldigt sich für die Störung, dann kommt es: Mein Wagen springt nicht an. Kannst du mir eine Starthilfe geben? Du hast doch da die Kabel in deiner Garage im Regal liegen. Du weißt schon, was ich meine. Der Vater unterdrückt ein Seufzen, nimmt den Autoschlüssel und begleitet nun seine Nachbarn zum Parkplatz, während die anderen Tatort gucken. Eine Viertelstunde dauert es, bis die Kabel richtig angeschlossen sind, denn man macht das ja nicht jeden Tag. Bevor der Nachbar davonfährt, bedankt er sich knapp: Naja, das nächste Mal bin ich dran. Der Vater geht seufzend zurück in die Wohnung. Den Tatort im Fernsehen kann er sich jetzt schenken. Das Bier ist inzwischen schal geworden.
Die Chips haben die Töchter inzwischen auch aufgegessen. Der Abend ist gelaufen. Liebe Gemeinde, wenn Sie nun mit dem Vater Mitleid haben, dann liegen Sie ganz falsch. Theologisch interessant ist nicht der Vater, der den Tatort verpasst hat. Hilfsbereitschaft kostet Zeit. Leichter Groll ist wegen eines verpassten Krimis schnell verweht. Es ist der Glauben, den der bittende Freund herausfordert, der zur Unzeit klingelt und nach einer Starthilfe fragt für sein Auto. Dafür nimmt er es in Kauf, dass er eigentlich beinahe zudringlich ist, am Sonntagabend zu klingeln nach 20.15 Uhr. Die Frage entsteht, darf ich dem anderen das zumuten, mir zu helfen? Darf ich ihn bitten? Darf ich ihn nötigen, mir zu helfen? Der bittende Nachbar hat sich das vielleicht gar nicht bewusst gemacht. Aber er weiß genau, der beim Fernsehen gestörte Vater, den hat er eigentlich in der Hand. Denn der beim Fernsehen gestörte Vater will das gute Verhältnis zu den Nachbarn nicht riskieren. Er will nicht das Gesicht verlieren, indem er die Bitte seines Freundes ablehnt, selbst wenn es ihm im Moment überhaupt nicht passt. Jeder weiß, die Bitte um Hilfe kann sich sogar noch steigern. Wir werden sehr oft auch nach Hilfe gefragt, zum Beispiel auf dem Weg zum Skytrain oder vor dem Seefee, Spare Change oder vor Santa Barbara, wo ich neuerdings die Worte immer wieder höre, Donation please. Wir kennen solche Szenen und Bitten. Sie begegnen uns täglich in unserer Stadt, in einer Stadt, die keinen Weg findet, seit Jahren keinen Weg findet, hier wirksam zu helfen, weil sie ganz andere Prioritäten haben. Von den Armen hin und wieder reden, aber finanziell setzen sie ganz deutlich andere Prioritäten in Vancouver. Die Menschen auf der Straße sind in Vancouver keine Priorität, von unserem Bürgermeister nicht und auch nicht von seinem City Council. Und nun stehen wir da und werden gefragt, Spare Change oder Donation please vor Santa Barbara. Und es liegt an den Passanten, es liegt an uns, wie wir diese Situation auflösen und der Bitte nachkommen oder ob wir einfach weitergehen. Passanten und Obdachlose kennen sich in der Regel nicht. Das Gleichnis, das Jesus erzählt, interessiert sich aber nicht für Begegnungen zwischen Unbekannten, die schnell vergessen sind. Jesus zielt mit seiner Geschichte auf die gegenseitige Hilfe zwischen Menschen, die sich kennen, zwischen Nachbarn und Kollegen, Vereinskumpeln, besten Freundinnen, für diejenigen, denen niemals eine Bitte, so hofft man, zu lästig ist oder denen niemals eine Bitte abgeschlagen wird. Auch bei der lästigen Bitte wird der Kumpel aus dem Fußballverein oder die Freundin aus der Frauenklique zu sich selbst sagen, es passt mir zwar nicht, aber um der Beziehung, um der Freundschaft willen, will ich jetzt dem nachgeben und das geben, was erfragt ist. Und das, liebe Gemeinde, ertragen wir alle mit einer gewissen Gelassenheit des Alltags. Und dennoch wissen wir auch, es gibt Situationen, wo es uns schwerfällt. Soweit unser Leben. Und nun, liebe Gemeinde, vom Alltag zum Glauben. Jesus gelingt es, diese Gelassenheit des Alltages zu durchbrechen. Er sagt im Kern mit dieser Geschichte, die ich eben gelesen habe, er sagt im Kern, beten ist eigentlich im Glauben eingebrachtes, unverschämtes Drängen. Etwas ungewöhnlich, diese Sprache im Zusammenhang mit dem Gebet zu benutzen,
Aber Jesus hat absichtlich, denke ich, hier diese Formulierung mit eingebaut in dem Ganzen. Er spricht vom unverschämten Drängen. Wer betet, wendet sich so drängend an Gott. Für diese ungewöhnliche Praxis der Frömmigkeit benötigen die Glaubenden eine Anleitung. Der gesunde Menschenverstand des Alltages pflegt ja eher zu erklären, wer betet, der hat es nötig, weil er sich selbst nicht helfen kann. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie Sie über das Gebet denken. Ich weiß nicht, ob Sie jemals mit irgendjemandem über das Gebet gesprochen haben. Aber das Gebet wird von manchen durchaus auch mit Vorurteilen gesehen. Wie gesagt, zum Vorteil ist, wer es betet, na, der hat es nötig oder die hat es nötig. Deutet vielleicht hin auf Schwäche, Hilflosigkeit haftet dem an. Und vielleicht ist es deshalb, dass wir uns mit dem Beten manchmal so schwer tun. Ich habe durchaus schon erlebt, dass Beten manchmal so etwas Verdruckstes, Heimliches, Verschwiegenes an sich hat, nicht im Gottesdienst, aber sonst. Und der Glaube steht hier ausnahmsweise im Mittelpunkt. Es geht nämlich um das Zwiegespräch mit Gott. Beten heißt im Grunde genommen, und dazu will Jesus einladen mit dieser Geschichte hier, beten heißt im Grunde genommen mit großer Zuversicht, das Wort zu ergreifen und deutlich zu sprechen zu Gott und an dieser Tür zu klopfen. Wer beten üben will, findet im Neuen Testament eine Anleitung. Wir kennen das Vaterunser als das große Vorbild für andere Gebete. Und schon die Kinder lernen es wahrscheinlich, hoffentlich zu Hause, sie lernen es in der Kirche kennen, im Konfirmandenunterricht. Aber in dieser Geschichte vom bittenden Freund geht Jesus über das Vaterunser hinaus bis hin zu dem Spitzensatz: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ist hier einer unter uns, der mit diesem Satz noch kein Problem hatte? Ich denke wohl nicht. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Liebe Gemeinde, dieser Spitzensatz in dem, was Jesus hier gleichnishaft erzählt, der verwandelt Gott nicht in einen Automaten. Der verwandelt Gott nicht in eine gute Fee wie im Märchen mit dem Zauberstab. Jesu Anleitung zu beten führt zum Gott der Bibel und der Verheißungen. Und da ist es gut, dass wir von dem nicht die falsche Vorstellung haben. Bittet, sucht und klopft an. In diesen drei Aufforderungen Jesu höre ich zuerst einmal eine ungeheure Weite des Betens. Sie greifen sehr viel weiter als das konzentrierte gemeinsame Sprechen des Vaterunsers im Gottesdienst. Jesus spricht hier und meint hier das ganz persönliche Gebet, in dem ich ganz persönlich mit meinem Anliegen, mit meiner Not, egal was es ist, Freude, was mich beschäftigt, dass ich ganz persönlich anwesend bin in diesem Gebet und erkennbar mit meinem Leben, in dem, was ich sage. Jesus lädt hier ein zu einem ganz persönlichen Gebet, dass ich mich ganz persönlich bei Gott einstelle und zu ihm spreche. Das Beten, wir kennen das, kann sehr unterschiedliche Tonlagen annehmen. Es gibt Leute, die beten oder schreien vor Zorn und vor Enttäuschung. Es gibt Leute, die stammeln vor Aufregung, stottern vor Peinlichkeit, schnauben vor Wut. Und es gibt Leute, denen es die Worte verschlagen hat, die gar nicht wissen von Not, Elend oder Kummer, was sie sagen sollen.
Selbst wenn es so ist, dass mir die Sprache verschlagen hat, kann ich mich gedanklich, innerlich, auch ohne Worte in die Anwesenheit Gottes begeben, in seine Nähe, kann ich Gott suchen. In dem Moment, wo wir den Mund öffnen im Gebet, mit den ersten Worten des Gebetes, treten wir als Betende einen Schritt neben uns selbst. Die meisten Betenden haben folgende Erfahrung gemacht. Sie haben gemerkt, dass sie mit ihren Gesprächen und Handlungen in der Welt, in der sie leben, dass sie da irgendwo ein Ende erreicht haben. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie durch Denken, Sprechen, Handeln, was ihnen in ihrem Umfeld möglich ist, irgendein Problem oder Sache, Sorge nicht loswerden können, nicht lösen. Und so begeben sie sich in eine andere Wirklichkeit hinein, versuchen in ihrem Gebet Gott zu begegnen, treten in Gottes Nähe, wenden sich Gott zu, egal ob es aus Gewohnheit ist oder aus Not. Gott, es ist egal, mit welcher Motivation wir kommen. Er hört uns zu. Der Betende ist ein Mensch, der sich Zeit nimmt, bevor ich den Mund aufmache, überlege ich. Meine Worte und Gedanken werden in Sätze formuliert. Ich trete einen kleinen Schritt aus der Welt heraus. Wer betet, erkennt die Existenz Gottes an. Sucht Gott, so werdet ihr finden, heißt es. Das Gebet ist eine Tür, die über die alltägliche Wirklichkeit hinaus zu Gott führt. Dass diese Tür da ist, darauf könnt ihr euch verlassen. Das will Jesus uns heute sagen. Mit diesem Stück, das ich gelesen habe, hier aus dem Lukas-Evangelium, will Jesus sagen, es gibt eine Tür und ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr auch da durchgehen könnt. Wer betet, nimmt eine Suchbewegung hin zu Gott. Er verbindet sich mit Gott. Und das Beten ist keine Einbahnstraße. Kein Gebet verhallt ungehört in den Weiten des Universums. Etwas ändert sich. Manchmal nicht das, was wir erbitten. Aber haben wir nicht alle die Erfahrung gemacht, dass sich oftmals in mir etwas verändert hat durch das Gebet? Nun ist aber deutlich zu sagen, dass Gott antwortet, das gilt für den Gott, von dem Jesus aus Nazareth erzählt. Viele Menschen haben von Gott eine sehr formale Vorstellung. Er ist das Wesen, das alles vermag. Er kann den Zufall steuern, so denken Menschen. Wie gesagt, manche denken, er agiert wie eine Fee. Man wirft etwas hinein oder man fragt nach etwas und dann dreimal mit dem Stab geschwungen und schon steht es da. Er ist auch kein Marionettenführer. Und Gott ist auch kein Supermanager, dem alles gelingt und der strategisch und streng über die Geschicke des Lebens und der Wirklichkeit wacht. Bei vielen Menschen mischen sich, wenn sie an Gott denken, Wunschvorstellungen hinein. Weniger als biblische Erkenntnis. Liebe Gemeinde, Jesus von Nazareth spricht von seinem Gott in einer Art und Weise, die nicht passt in unsere Vorstellung, um es nochmal zu sagen, von irgendeinem Wundertour. Jesus spricht in seinen Reden und Predigten von einem anderen Gott. Er wirbt für Gott, den Vater, für den, der seine Sonne aufgehen lässt, über Gerechte und Ungerechte. Für den, der bildlich gesprochen an der Tür steht und auf den Betenden wartet. Jesus spricht von dem Gott, den er unser Vater im Himmel nennt. Sein Reich verkündigt er, die Botschaft seiner Liebe gibt er weiter. Er spricht von dem Gott, der stellvertretend leidet. Er spricht von dem Gott,
der in Liebe jedem begegnet. Und wenn die Betenden Gott suchen, schweigend oder seufzend oder klagend oder schreien, dann gibt dieser Gott Antwort. Und er antwortet mit den Verheißungen, die sich bereits in der Bibel finden. Und die Verheißungen, die sich in der Bibel finden, heißen unter anderem, dass Gottes Reich mitten unter uns ist. Jesus hat das klipp und klar gesagt, wo ich bin, ist das Reich Gottes mitten unter euch. Und in diesem Reich Gottes herrschen Gerechtigkeit, Liebe, Vergebung, Versöhnung und das Füreinander einstehen. Und so können wir auch als Gemeinschaft der Gläubigen immer auch Teil einer Gebetserhöhung sein. Im Angesicht dieser Antworten formen sich vielleicht auch die Gebete anders. Ein Betender ist ein Mensch, der in einen lebendigen Prozess eintritt mit Gott. Im Englischen habe ich einmal ein wunderbares Formulierung gefunden in einem Buch von Henry Nouwen. Der hat da von einem prayerful life gesprochen. Und da habe ich begriffen, was das eigentlich für eine schöne Sache ist. Was er mit prayerful life meint, ist ein Leben mit Gebet. Er beschreibt damit eine grundsätzliche Lebenshaltung. Und das ist es, liebe Gemeinde. Grundsätzlich mit Gott verbunden sein und nicht annehmen, dass wir alles besser wissen. Und das sage ich mir und jedem anderen. Wir wissen nicht alles besser. Natürlich sollen wir mit unseren Bitten zu Gott kommen. Aber manche Bitten werden nicht erfüllt. Und das ist schwierig. Ich weiß es besonders dann, wenn es um Leben und Tod geht. Dann ist es besonders schwierig. Ich habe so lange gebetet und mein Mann ist doch gestorben. Liebe Gemeinde, dann, wo es um Leid und Tod geht, ist der Ernstfall des Glaubens. Solange alles läuft, glaubt sich ziemlich einfach. Aber das ist der Ernstfall des Glaubens. Und das sage ich mit liebevoller Vorsicht. Wenn der Ernstfall des Glaubens eintritt, dann kommt es darauf an, ob wir umsetzen, was wir glauben. Glaube ich, dass ich auf dem Weg zum Hause des Vaters bin? Glaube ich, dass ich bei Gott gut aufgehoben bin? Glaube ich, dass es gut ist, wenn ich da bin, wo kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, keine Schmerzen mehr sein werden? Glaube ich, dass mein schwerkranker Verwandter da gut aufgehoben ist? Liebe Gemeinde, ich will Ihnen hier nichts einreden. Ich versuche nur nachzudenken, zu erzählen von dem, worüber ich nachgedacht habe, ohne perfekte Lösung gefunden zu haben. Und so weiß ich, was für eine interessante Sache das Gebet ist. Was für eine ernste Sache. Und deshalb habe ich mich so gefreut, dass ich bei Henry Nouwen diesen Begriff gefunden habe. Prayer for life. Lebe ein Leben des Gebetes. Das ist eine innere Haltung. Wer ein Prayer for life lebt, liebe Gemeinde, der wird immer umfangen sein von dieser wunderbaren Kraft in dieser Welt, die wir mit dem Wort Gott bezeichnen und die uns in Jesus Christus begegnet ist. Amen. Amen.